Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Wildness. Ja, ich bin ja gespannt, ob ihr schon in die Kommentare geschrieben habt. Ach, du bist so blöd. Ich habe nicht herausgefunden, wieso dieses Tor mir den Weg versperrt. Wir hatten ja letztens ja hier zwei Wege. Und zwar drüben hat sich das Ganze gespaltet. Nicht hier. Moment. So, hier haben wir hier vorne haben wir zwei Schaltkreise geöffnet. Und das ist das eigentlich, wo ich gehe jetzt schwer davon aus, dass hier, wenn wir hier weitergehen, dann das andere Tor entsprechend auch sein wird. Okay, gut. Ich sehe schon, wir haben hier noch was, das uns den Weg versperrt. Mal schauen, wie das der Weg hier geht. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Das Gefühl, es müsste so sehen. Genau. Und zwar habe ich jetzt überlegt, ich sehe hier diese Ecken hier. Das ist die Ecke. Dementsprechend wird das hier wahrscheinlich so weitergehen. Ja, ich sehe es sogar. Ja. Okay. Raffiniert und wir haben es geschafft. Wobei, ja, das ist aber haarig. Oh je. Also, warte mal. Daran ist das ganze See. Also, wenn ich das so anschaue, dann ist das hier, ist das hier. Okay. Dann müsste es so sein, diese Welle hier. Okay. So, wie mal. Genau. Sehr gut. Haben wir hingekriegt. Wie geht's weiter? Oh. Was? Moment mal, also hier, falsch. Hier, ist das richtig? Ah, sehr gut. Auch wieder abgeleitet diesen Wellen hier. Ja, sehr gut. Okay. Boah, ich sehe hier gar nichts. Warte mal. Okay. Das scheint so schwierig jetzt. Oh nee. Ist das umgefallen oder wie? Kann sein, dass das Ganze verschoben ist. Nee, keine Ahnung, das. Oh je, das kann natürlich jetzt halt heavy sein. Das war es irgendwie einfach. Mich irritiert auch, wieso haben wir jetzt zwei Punkte? Warum haben wir zwei Punkte? Ich kann zwei Mal anfangen. Ich
Warte jetzt mal, irgendwie. Also grundsätzlich wird das Laube uns zeigen, wohin es geht. Das Laub. Aha. Hier oben ist es. Wenn das ist, das wäre hier. Moment jetzt mal. Kann es sein, dass das hier diese Kante wäre? Suchen wir es auch mal. Ich suche jetzt mal die Kiste da oben. Weil die Frage ist vielleicht, ob das hier die drüben wäre. So, und dann hier oben diese Skizze. Keine Ahnung, ob das noch richtig ist. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Mich irritiert ein bisschen, dass da drüben noch was angezeigt wird. Aber eigentlich würde ich sagen, dass der Punkt ist der. Der geht aber nicht. Warum ist da oben? Oder ist das eher für da unten gedacht dann? Ach so, das könnte ja da unten sein, ne? Okay. Haben wir zu weit geschaut. Wo könnte der richtige Weg mir angezeigt werden? Die Lösung, ich suche die Lösung. Logischerweise wird es so aussehen. Das ist aber nicht die Logik dahinter. Alles bewegt sich hier. Kann das verschoben sein, das Ganze? Kann es sein, dass ich vielleicht macht wenig keinen Sinn. Oder doch? Entmal. Also ich sehe eigentlich auf der Karte sehe ich das hier. Das und das. Und das. Wenn das so stimmen würde, wäre es ja so. Das geht ja nicht. Aber vor allem die Frage ist, muss ich beide Punkte verbinden oder nicht? Kommt was dazu? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich übersehen. Das war bis jetzt alles so einfach. Es gab auch nur immer einen Stab. Ne, da gab es auch schon mehr Stabpunkte.
Ja, aber grundsätzlich, der kann nicht sein. Muss es der sein? Außer ich muss... Moment mal. Moment mal, ich habe eine Idee. Das ist so. So. Ja, warte mal. Ich habe eine Idee, und zwar... So, die müssen hier richtig stehen. Kann ich hier irgendwie anders stehen zu dem Schild? So. Wie das eigentlich euch verdeutlichen, wie ich das, was gemacht werden muss. Ich komme in den Winkel, ich müsste jetzt höher kommen. Höher stehen. Nee, geht nicht, okay. Also, folgendes. Also, ich gehe davon aus, dass das Ziel ist. Jetzt ist es ganz verschoben. Das heißt, wenn ich das jetzt rüber schiebe, dann schiebt sich das auch rüber. Das heißt eigentlich, dass ich hier oben diesen Punkt habe. Dann so. Ja. Oh, wisst ihr was? Und das ist der Punkt. Das ist nämlich der Punkt. So, der Punkt runter. 1, 2, 3. Jetzt sind wir da außerhalb. Beim Schatten links Metall. Heißt jetzt hoch. So, so. Und so. Okay. Jetzt sind wir wieder bei unserer Zeichnung. So. So, so. Und. Moment. Das war schon richtig. Da müssen wir doch noch eins weiter in die Falle. Und jetzt. Richtig. Boah, das war so echt knifflig. Ja, also ich habe nichts anderes gemacht, als ich überlegt. Wenn das wirklich das Ende ist, also das hier, dann ist das Ganze ja entsprechend rausgeschoben. Also heißt, ich habe es zurückgeschoben. Und dann ist dieser Lichtpunkt nicht hier, sondern hier drüben. Da habe ich es jetzt so zusammen konstruiert. Also echt knifflig, das Zeug, muss ich zugeben. Aber haben sie gut gemacht. So. Hier, die Lösung haben wir bereits hier oben. Ich versuche es hier von hier zu machen. So, oh mein Gott, Feingefühl ist gefragt jetzt. So. So. Sehr gut. Also einfach mal, wie das wir vorhin schon entdeckt haben. Habe ich das so hier unten kombiniert. Gut, da geht's rüber. Okay. Wo war er? Das sieht schwierig jetzt aus. Das heißt, ich müsste so. Jetzt sehe ich nichts mehr. Oh, das war richtig, okay. Genau, diese Zeit habe ich versucht zu. Jetzt hier war hier und geht hier rüber. Auch versucht zu vervollständigen. Ich habe es einfach mal ungefähr in eine Ecke hingebaut. Und zum Endpunkt gezogen. So, jetzt haben wir wieder was aktiviert. Und wo? Und auf der anderen Seite, wie komme ich da rüber? Der, und was ist der? Ah, der war's, okay. Uff. Da ist der Punkt. Ich versuche gerade danach zu malen, was ich da im Schatten drin sehe. Wie gerade so einfach aussieht. Weil hier glaube ich ungefähr so. Und dann hier nochmal einen Bogen. Vielleicht habe ich richtig. Sehr gut. Weil echt viel, man muss hier diese Zwischendinge halt selber irgendwie versuchen zu ergänzen. Aber ihr seht vielleicht hier noch der Punkt, dann die Linie. Hier habe ich wieder ergänzt, weil ich hier sehe, dass der Bogen macht. Hier muss man wieder ergänzen.
War geklappt, sehr gut. Okay, und jetzt hier. Okay. Hier sehen wir den Punkt, den Punkt. Ich hoffe, es ist mal so richtig. Das ist alles ein bisschen verschoben, habe ich das Gefühl. Hoffe ich zumindest. Nee, das ist falsch gewesen. So. Ist das dasselbe nochmal? Komme ich da ineinander rein? Moment mal. Oh! Kann es sein, dass diese Ratte hier runtergefallen ist? Ja, das kann durchaus sein. Das heißt, diese Schicht wäre hier. Der Schicht wäre hier. Okay, also. Heißt so, und da gehe ich davon aus. Unten haben wir hier ganz einen langen Stich gegeben. So. Okay. Und jetzt. Für hoch? Nee, so. Dann müsste das jetzt hier eine Kurve sein. Bei dem wieder hoch. Halt, das muss so gehen. So. Kurve. Hoch. Dann hier runter und dann so. Sehr schön. Also unglaublich, die haben echt das unter. Ah, hab's jetzt. Das war's so. Die haben mich echt diese Latte hier runterfallen lassen und jetzt ist das alles verschoben. Also echt kurios. Also ihr seht, das war hier. Dann hier unten die Linie. Hier oben durch wieder. Dann wieder diese Ecke hier. Dann wieder hier oben weiter. Dann dieser Durchgang. Dann hier rüber. Zack, zack. Und dann diese Linie wieder zu verbinden. Ja, ich sehe schon ein bisschen, sind schon wieder am Ende der Folge. Wenn ihr sehen möchtet, was uns hinter dem Tor jetzt verbirgt, dann schaut um die Internet mal rein, wenn es heißt The Witness. Bis dann, tschüss.